Wie würdest du denn Jugendkultur für dich definieren? Für mich ist Graffiti, DJing, Breaken, Rappen. Dann, wenn junge Leute von sich aus selbst zusammenkommen und sich so ein Drive entwickelt, der auch andere nochmal anzieht. Alles, was man halt in der Zeit zwischen 14 und 25 so macht. Ja, so ein bisschen Ventil für die Jugend. Hab eine Möglichkeit, kreativ zu sein, kann vielleicht ein bisschen vom Alltag weg. Ist Jugendkultur diese Summe an Erfahrungen, die ich irgendwie machen durfte? All das, was junge Menschen so im kreativen Bereich schaffen. Wir machen halt was, worauf wir Bock haben und dann sagen irgendwelche Leute danach, dass es Kultur war. Jugendkultur muss erstmal stattfinden, ja, muss erstmal angeboten werden. Es bietet Jugendlichen in erster Linie eine Zuflucht. Und natürlich auch für soziale Kontakte, also Freundschaften. Ja, also Jugendkultur an sich ist ja irgendwie immer so ein Ding, was irgendwie ein bisschen aus einer Anti-Haltung gegen so die autoritären Verhältnisse irgendwie entsteht. Viele, viele Subkulturen sind da halt mit drin. Jugendkultur ist für mich immer verbunden mit mehreren Faktoren im Leben. Fashion, Musik oder Lebensstil. Die Möglichkeit einfach von sich aus was zu starten. Es kann ja alles möglich sein, ob es jetzt nur auf Musik oder Skaten, Tanzen, alles mögliche, was halt irgendwie mit Subkultur zu tun hat. Das eben gerade so der Grundstein ist, der meiner Meinung nach gelegt werden muss, damit man auch später Interesse dran findet. Puh, ich glaube, das ist von Person zu Person absolut unterschiedlich. Ich denke ganz viel Musik, andere Sportarten, Kunst, sowas, ne?